muss ich eigentlich hin jetzt? Dahin? Kann man hier runter? Klar. Da muss ich lang. Dann links? Vielleicht muss ich hoch oder so. Geht's hier? Ach, hier war ich doch. Hier lang. Da runter. Hier ins Klo, oder was tut er mich? Ah. Also da lang, okay. Was ist denn das schon wieder für eine Waffe? Oh mein Gott, was ist das schon wieder? Was ist das? Schon wieder die gleiche Munition wie die, ey, scheiße. Wow. Kann ich aber das sein müssen. Hm, ist geil, ja. Wenn die Augen silent hätte, wäre es gut. Oh Mann. Ihr habt Probleme, ihr habt Probleme. Schauen wir mal, ob hier das da YouTube Stream steht hier. Politische Themen. Regeln. Nö, habe ich gar nicht hingeschrieben. Na gut. Alles klar, spiele weiter. Spiele weiter, lauf im Kreis hier. Stimmt, ist ja irgendwann eine Ebene. So, also ich muss da lang, sprich. Hier. Da ist eine Treppe noch. Kann ich da rum? Da ist eine Treppe, die ganz nach oben geht. Hier. Hier ist es zu hier. Es ist zu hier. Kann ich da irgendwo einen Schalter drücken? Das ist ja auch. Ich glaube, ich muss hier lang, gell? Hm. Politische Themen, genau. Das. Immer alles klar, Muni. Habe ich das schon richtig erkannt, oder Satrok? So, jetzt 10-mal im Kreis laufen und immer noch nicht verstehen, was ich machen muss. Wieso kann ich eigentlich hier hoch? Was gibt's denn für einen Grund hier? Kann ich irgendwas drücken oder machen? Kann ich hier raus? Hier glaube ich kann ich da durch, oder? Wow. Passt, da hinten geht's durch. Hab's gesehen, hab's gesehen. Ja, wie Reinforcements? Wie viele denn? Was soll das? Findest den Weg und danach hast du Reinforcements, scheiße hier. Die Waffe ist echt präzise, hey. Wow, das ist echt präzise. So, dann geht's hier hoch. Ja, ganz sicher, politische geht's gar nicht. Siehste, dann passt ja. I surrender, you hear? Soll ich ihn töten wie I surrender? I surrender! Let the big wigs duke it out! I had enough! Leben lassen? Ich hab noch nie jemanden leben gelassen, der verarscht mich doch nur. Töten und. V töten oder E ausschalten? Hm. Was hat denn der in der Hand? Messer. Der verarscht mich doch.
ist doch keinem Leben. Ist doch so ein. Naja, gut. Ist bestimmt ein Fehler, wenn ich weggehe, wenn er schreit, aber dann gibt es mehr Action. Ich lasse ihn mal am Leben. Ich bin ja nicht so der Erste, den ich am Leben lasse. Er hat sich ja ergeben. Vielleicht hilft er mir ja später, irgendwann. Muss ich hier nicht in so ein Rohr reinkriechen? Doch, da. Dachte ich mir. Ja, das ist auch schon weg, das sah ja auch. Pavel's almost certainly going to hang. Who knows? What would have happened to me had he not released me? Red, blue, yellow. What difference does that make? He risked his life for me. You don't get that much in the metro. I can't just walk away on him. So, schauen wir mal weiter. Ist ja eh egal, rot, gelb oder blau, wurscht. Sind wir eh alle zocksüchtig. Aber wir es jetzt echt nice gemacht, die Stimmung. Von dem nächsten Teil. Shit. I knew you wouldn't abandon me. I knew it. You're a true comrade. I'm in your debt for life. Now get me out of here and I'll lead you home in no time. Fuck! So they're coming for me! Gonna take me to the noose! Good luck, my friend! You're my only hope now! Genau! You're my only hope now, gerade ich! Der hier keinen Plan hat. Ich glaub nicht, dass ich da durch kann. Schau mal, wo es weitergeht hier. Ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ich möchte nicht irgendwie wegen sowas. Ist ja nachher noch nachzulesen, der Chat. Im Video, überall, auf allen Plattformen. Nicht, dass ich den Ärger kriege für sowas. Me, who's that? It's me, Mario, hallo. Schießt euch alles kaputt. Oh, die sind sogar ausgewichen, krass. Na? Was hat denn der? Gamer hat sich ja auch die Rechte an dem Satz It's me, Mario. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, Gag, nicht, dass der Rat der Fliesentischbesitzer am Schluss noch was merkt. Morgen gibt's erstmal einen schönen Upload von dem hier. Ich sehe es kommen. Ja, gibt's ja eh. Wir sind denn noch hier, ey? Wieso haben die alle keine Munition? Gut, dass sie alle so eine Lampe am Kopf haben, dass man sie da nicht sieht. Schauen wir erstmal, was für Waffenkombinationen sie so dabei haben. Jawohl, wieder ein bisschen. Hey Gags, am 16. September
Jo, weiß ich, habe ich doch gesagt, das habe ich doch gesagt, die beste Zeit. Am 4. bis 8., also die haben immer 4, 8, 12, 16. Am 4. Open Beta, 8 Open Beta Ende, 12 ist Head Start, also Early Start und 16 ist offizielle Release. Jo. Also können wir schon am 12. spielen, Jungs, Mädels. Passt, Dave. Wollte ich dir schon vorher sagen, aber bist du dann einfach abgehauen hier, hast mich alleine gelassen. Schwein rein machst du. Die GEMA hat Mix in meinem Bart. Nach jeder Dusche werde ich zur Kasse gebeten. Ja. Deswegen, wenn ich immer so singe. Achso, sorry, war nicht da. Hey, mir gefällt es jetzt sehr gut hier, der nächste Teil. Irgendwie besser als der andere. Ist nicht bisschen so. Der erste war so ein bisschen klobig, gichtig. Jetzt, der ist schon geschmeidiger, läuft flüssiger, läuft alles ineinander mit ein. Ja, war ein wahres Meisterstück. Wie du das gesagt hast. Ja. Okay, schauen wir nochmal die Waffenkombination an. Okay, die kennen wir schon, die haben wir selber. Braucht man nicht. Das sieht interessant aus. Mit Optik. Nicht, dass das irgendwelche kommen hier. Ist die gleiche mit. Yes! Mother Flower. Viel besser. Ha! Tut mir leid, wollte es. Ach, das braucht doch nicht leid und so. Also, okay, mein Freund. Das hab ich nur als Spaß gesagt. Du bist doch nicht mehr verbannt. Du habt ja dann die Verbannung aufgehoben. Der Fluch ist von dir, wenn du wieder da bist. Ja, mir gefällt die Waffe bis jetzt am besten. Normale Pistole mit Schalldämpfer. Sehr präzise. Genial. Sammeln wir mal alles auf hier noch und gehen dann weiter. Einfach Walter. Hey, grüß dich, einfach Walter. So. Wie was? Gott, echt ohne Scheiß? Oh mein Gott. Was ein Schmarrn, ist aber nett. Irgendwelche Filter für irgendwelche Masken oder so? Nö. Na, ich schätze mal, wir müssen dann dahin, die Tür, aber wir schauen uns noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir irgendwas Nettes. Mother Flower muss heute um 8 aufstehen. Oh. Echt? Das gefällt das Mother Flower, ne? Was ich das dauernd sage. Das ist voll ansteckend irgendwie. Das ist voll ansteckend. Oder da hoch könnten wir auch theoretisch. Also gute Nacht, ihr netten, lieben Leute. Alles klar? Holy Fab. Schlaf schön, träum süß. Merci, wirst vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Okay, das. Da könnten wir auch hin. Was ist denn hier? Hey, krass. Achso, ich dachte, hier hängen wieder Menschen. Das sind ja Ferkel, oder? Diese Geräuschkulisse, wie das alles hier tropft. Hier gibt es gar nichts zum Looten in dem Raum. Gar nichts. Haben die keine Munition versteckt hier im Kühlraum? Aber die Tür haben sie offen gelassen. Wieso lässt man in einem Kühlraum die Tür offen? Verrückt oder was? Ich gehe freiwillig. Wir haben 8 aufstehen ist böse am Sonntag. Toilette haben wir auch hier. Ist richtig gemütlich hier. Das Farbenspiel ist bei dieser Version auch viel schöner. Und das Schattenspiel auch. Also Farben so. Ja, ist mehr besser zu erkennen hier, finde ich, als bei der anderen Version. Bis jetzt. Okay, na gut. Ich schätze mal, wir müssen durch die Tür oder wir müssen einfach mal schauen, was unser Feuerzeug sagt. Nee. Was unser Kompass sagt. Hier. Mach halt doch mal alles aus, oder? Und jetzt? Können wir wieder anmachen oder was? Ah. Ich erkenne jetzt den Sinn von dem, was wir gemacht haben.